Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wundert euch nicht über das gleiche Outfit. Ich drehe ein paar Videos an einem Tag, dann muss ich mich nämlich nur einmal schminken. So, heute geht's jetzt aber endlich weiter mit meiner Parfümsammlung. Ihr seht's schon hier. Diese Schublade, um die wird sich heute alles drehen. Und in den nächsten Tagen will ich doch endlich mal eurem Wunsch nachkommen und euch meine ganze Parfumsammlung zeigen. Die Schublade steht noch aus und diese Schublade steht auch noch aus. An alle neuen Zuschauer, herzlich willkommen. Abonniert mich doch gerne und drückt auch die Glocke. Dann verpasst ihr keine weiteren Parfumvideos mehr. So, los geht's jetzt aber. Ich nehme euch wieder mit in die Schublade. Zunächst nochmal ein kurzer Überblick. So sieht jetzt hier die dritte Schublade, beziehungsweise die zweite Schublade, je nachdem wie man zählt, von innen aus. Und los geht's. Ja, vorletztes Mal ging es ja schon um Dolce und Gabbana. Und dieses Set habe ich euch tatsächlich vorenthalten. Hier haben wir jetzt ja, kleine Miniaturen, beziehungsweise sind hier jeweils 20 Milliliter enthalten, also schon eine Größe, mit der man auch was anfangen kann. Wir haben einmal Le Batelier, L'Imperatrice, den ich auch als großen Flakon habe, L'Amoureux, La Roue de la Fortune und La Lune. Alle Düfte sind eher auf der leichten Seite zu finden. Mein Liebling bleibt aber nach wie vor L'Imperatrice. Wobei ich L'Amoureux auch ganz nett finde. So, weiter geht's mit Elizabeth Arden. Hier habe ich jetzt den Fifth Avenue, ein Eau de Parfum. Und das hier ist, wie ich finde, ein ganz schöner, cremiger, klassischer und vor allen Dingen günstiger Damenduft. Dann habe ich noch das Fifth Avenue in der NYC-Variante. Ja, ebenso ein schöner Allrounder, den ich für mich jedoch tragbarer finde. So, dann habe ich hier das Always Red. Ja, das ist jetzt eher ein etwas schwerer und süßerer Duft. Und natürlich meine Lieblingsreihe von Elizabeth Arden. Einmal das ganz wundervolle Green Tea. Green Tea Nectarine Blossom, mein neuester aus dieser Reihe. Und Green Tea Exotic mit diesem tollen Artwork. Dann haben wir hier noch Sunflowers. Und ja, das war mein Signature-Duft, als ich ja so 13, 14 Jahre alt war. Dann Sunflowers Morning Gardens. Ja, eine ganz nette, etwas leichtere und fruchtige Variante. Und einmal Untold Eau Légère. Ja. Diesen tollen Duft von Alice Brooklyn Rose habt ihr ja schon mal bei mir bewundern können. Ja, eine schöne und frische Rose. Dann von Emmanuel Ungaro Apparition Pink. Den Flakon finde ich ganz lustig, aber der Duft, ja. Mit dem Duft bin ich nicht ganz so zufrieden. Ja, eher so ein fruchtig-blumiges Einerlei. Dann einmal ein kleines Schätzchen von Escada, was es nicht mehr gibt. Into the Blue, ein Aquate, der mir tatsächlich auch ganz gut gefällt. Und das hier ist mein einziger aus dieser Escada-Sommerreihe. Ja, weil ich Kirschdüfte einfach liebe und Escada vor ein paar Jahren hier mit Cherry in the Air einen sehr, ja, quietschig, süßen, aber doch ganz schönen Kirschduft rausgebracht hat. Der einzige Duft von Esprit, Feel Happy in der Herrenvariante, den hebe ich auch eher aus nostalgischen Gründen auf, weil er mich an einen sehr lieben Freund erinnert, der diesen Duft immer gerne getragen hat. Von Essence, der, ich muss mal schauen, wie er heißt, ja, weiß ich eigentlich gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, der heißt einfach Cherry. Der ist ein Dupe zu dem Escada-Duft, wobei es den auch nur limitiert gab, also. Macht jetzt nicht so den Sinn. Dann habe ich noch Jungle Dream. Ja, das ist so ein typischer tropischer Sommerduft. Und einige mehr, die ich mal im Bundle gekauft habe, weil ich mal testen wollte, was diese Essence-Düfte, ja, ob die überhaupt was können. Und zwar haben wir hier einmal Like a Walk in the Summer Rain, Like an Unforgettable Kiss,
Like a jump in the pool. Mein Lieblingsduft. Like a day in a candy shop. Also nicht mein Lieblingsduft überhaupt, aber mein Lieblingsduft von den Essensdüften. Das ist ja ein ganz netter, ja, Bonbon-Zuckerwatte-Duft, der aber relativ schnell verfliegt. Ich muss sagen, die Essensdüfte sind ganz nett für ganz junge, aber ansonsten verfliegen die wirklich sehr schnell. Like a Rollercoaster Ride, like an Uptown Girl und like a day in Paradise. Weiter geht's mit Estée Lauder. Hier habe ich einmal Cinnabar. Das ist noch eine Version aus den 80ern, den mir meine Oma mal geschenkt hat. Einmal Pleasures Delight, der leider auch nicht mehr hergestellt wird. Erdbeeren und Patchouli und von der Art her erinnert er entfernt sogar an Angel. Und einmal Etro Heliotrop in diesen wunderschönen Flaschen. Das ist ein sehr schöner und potenter Marzipanduft. Ja, und Aigner habe ich irgendwie bei E einsortiert, weil der gute Herr Etienne Aigner heißt. Hier haben wir jetzt Debüt. Das ist ein Duft, der mir gezeigt hat, dass Orangenblüten gar nicht so schlimm sind, wie ich zunächst immer dachte. Von Floramare Deauville Intense, ja, ein Duft wie Multivitaminsaft. Hier auch ein kleines Schmuckstück von Fragonard Cœur de Soleil, ein wunderschöner, blumiger Mandarinenduft. Und ihr habt ihn sicher auch schon das ein oder andere Mal bei mir gesehen, von Fragonard Vervain in der Eau de Parfum-Variante. Den Gabriela Sabatini-Duft habe ich natürlich auch in meiner Sammlung, da er mich an mein geliebtes Shalimar von Yves Rocher erinnert, was es leider auch nicht mehr gibt. So, dann habe ich hier so ein kleines Schächtelchen von Gallimard, alles Parfums 15 Milliliter. Und zwar einmal Saint-Géry, dann Nuit Caline. Das ist ein wunderschöner Amberduft. Amber mag ich eigentlich nicht so, aber hier finde ich ihn wirklich wunderschön umgesetzt. Dann einmal Cantabelle, Feminisme, Plumetis, ein Mimosenduft. Und Pêle-mêle, was französisch ist und so viel heißt wie Mischmasch. Ich finde sowieso, Gallimard macht ganz tolle Parfums. Die halten alle relativ lange. Es sind vielleicht keine einzigartigen Kreationen, weil sie alle so ein bisschen an, ja, relativ gängige und gefällige Damendüfte erinnern. Aber dennoch haben sie eine super Qualität. Und dieses kleine Set habe ich in Grasse gekauft. Als ich vor 2 Jahren dort war, um meinen eigenen Duft zu, ja, erschaffen, Petit Amand habe ich ihn genannt, also kleine Mandel. Und ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit ihm, weil ich muss gerade nochmal dran schnüffeln, weil er sehr zedernholzlastig ist. Aber viele Duftnoten, die ich verwenden wollte, ich hatte vorher was im Kopf, gab es dort gar nicht. Und das ist jetzt eher so ein frischer Duft geworden, mit aber einer relativ süßlichen Mandel-Tonkabohnen-Basis. Mal schauen, ich muss den jetzt im Sommer nochmal tragen. Von Gap habe ich das Nier. Ein Duft, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Wenn ich hier aussortieren werde, ist das auch der erste, der hier rausfliegt. Aber der Flakon ist eigentlich ganz hübsch, ne? So eine Tropfenform. Weiter geht's mit Gianfranco Ferré und Camisia 113, einem wunderschönen, floralblütigen und leichten Frühlings- und Sommerduft, der ziemlich unterschätzt wird, wie ich finde. Und mein Lieblingsaquate, Acqua di Gioia, in der Eau de Parfum-Konzentration, muss ich euch doch auch nochmal zeigen. Giorgio Beverly Hills, Giorgio Blue, der mondäne Swimmingpool-Duft. Von Givenchy ein kleines Isatis. Und vom Very Irresistible habe ich hier auch noch die Eau de Toilette-Variation. Ein Duft mit Rose und einer relativ interessanten Anisnote. Der Klassiker Vanderbilt von Gloria Vanderbilt aus meinem Geburtsjahr. 1982. Dieser Duft ist ja dicht gestrickt, blumig, pudrig und wird meiner Meinung nach auch unterschätzt.
Und ein weiterer Klassiker von Grey Cabotin, der meines Wissens nach an dieses grüne Tendre Poison erinnert. Weiter geht's mit Gucci. Einmal habe ich von Gucci Guilty das O. Das war eher ein bisschen ein missglückter Tausch, weil ich nämlich dachte, dass es sich hier um das normale Gucci Guilty handelt, was ich sehr gerne mag, das O. Ja, ich finde es eigentlich ein bisschen zu aufdringlich. Dann einen Duft, den es leider auch nicht mehr gibt, obwohl es doch relativ viele Fans hatte, dachte ich, von Gucci Envy Me in einer sehr großen Flasche. Und ein Duft, über den ich unendlich froh bin, ihn noch ergattert zu haben, von Gucci, das Eau de Parfum. Der wird leider nicht mehr hergestellt und ich hatte das Glück, ihn in einem Bundle zu kaufen. Könnt ihr sehen, wie viel da noch drin ist? Ja, also es sind noch ein paar Milliliter drin und irgendwie erinnert er mich auch immer an früher. Weiter geht's mit Guerlain und dem einzigen Aqua Allegoria, das ich als große Flasche besitze. Und zwar ist das mein geliebtes Terzora. Dann habe ich vom Petit Trop Noir auch noch die Sommervariante Maro Petal. Eine Vintage-Flasche von Mitsuko Eau de Toilette, die noch aus den 90ern stammt, wo noch das gute alte Eichenmoos mit drin ist und das riecht man auch. Und die sehr zahme Chalimar-Variante Chalimar Souffle de Parfum in einem wunderschönen Flakon. Ich liebe Flakons, deshalb heiße ich auch Flaconesse. Ich könnte den ganzen Tag meine Flakons streicheln und angucken. Von Guess einmal der. Hier finde ich, dass es irgendwie ein kompletter Winterduft ist für mich. Von Guy Laroche ein kleiner Vintage-Flakon Fiji. Die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Ich fände sie total witzig. Von Harajuku Lovers habe ich einmal Music. Das ist einer meiner liebsten, ja, Winter- und Birnendüfte. Dann haben wir einmal Love, ein relativ zahmer Blütenduft. Baby, ein schön pudriger Babypuderduft. Und G, eine wildfruchtige Mischung mit Kokos. Von Hermann Basler habe ich einmal den Duft Vernissage. Der wurde 1994 zu einer Duftausstellung kreiert. Ist eine ganz interessante Geschichte. Erzähle ich euch vielleicht mal mehr dazu, wenn ich den Ausstellungskatalog, ein sehr dickes Buch, Aspekte der Duftkultur heißt das, fertig gelesen habe. Da bin ich nämlich gerade dran. Von Hermès, einer der schönsten Grapefruit-Düfte, und zwar Concentré de Pamplemousse Rose. Dann habe ich hier noch einen weiteren schönen, grünen, leicht fruchtig frischen Sommerduft. Un jardin sur le toit, was so viel bedeutet wie ein Dachgarten. Dann habe ich einmal das Mavi Floral. Hier gefällt mir allerdings die Ursprungsversion sehr viel besser. Und einer meiner liebsten Schleckermäulchendüfte, und zwar ist das von Hugo Boss, The Scent Private Accord for Her. Hier haben wir schöne Kakaonoten mit drin. Von Iceberg einen Duft, der leider nicht mehr hergestellt wird, den ich also hüten muss. The Iceberg Fragrance. Ja, ein dunklerer, würziger Duft mit Pistazie drin. Den layer ich zum Beispiel aber auch ganz gerne mit dem Pistachio Ice Cream, um diese Pistaziennote noch so ein bisschen besser rauszukitzeln. Dann habe ich hier einen fast leeren Flakon, den ich aber auch noch gar nicht getestet habe, von Isabelle Tendre Nuit. Hier finde ich den Flakon ganz wunderbar traumhaft und den Duft ganz grauenvoll, weil für meine Nase einfach viel zu viel Indol reingepackt wurde. Von Issey Miyake, Please, Please, in der Eau de Toilette-Variante. Dann schon wieder so eine schöne Flasche. Von 007, James Bond for Woman Nummer 3. Ja, ein relativ süßer und generischer Damenduft. Weiter geht's mit einem Monster von Jean-Pierre Sand oder Sand, Night Sky White. Und zwar ist das ein Orangenblütenduft mit Mandelmilch. Von Jill Sander habe ich einmal Style Eau de Parfum.
Der war mein letzter Signature-Duft und die etwas leichtere Variante Style Soft und die etwas dunklere Variante Style Essence. Ein sehr schöner Duft, in dem noch Neroli und ein paar mehr holzige Noten zu finden sind. So, weiter geht's mit Sandy Light. Wir sind auch noch keine Freunde geworden, weil hier eine ganze Menge Javanol drin ist. Dann einmal vom Simply der Flanker Touch of Mandarin. Also das Original Simply mag ich nicht ganz so gerne, aber die Flanker finde ich ganz nett. Und mein Liebster hier schön noch mit dem Preis drauf. Simply Touch of Violet. Die sind wohl auch, meine ich, gemacht, um sie zu layern. Ja, wie auch immer, ich habe sie bisher einzeln getragen, da ich das Original Simply ja nicht so mag. Und wie gesagt, dieser hier ist meine Lieblingsvariante mit ledrigen Pfeilchen. Und bevor er nicht mehr zu bekommen ist, musste ich mir direkt noch Sensual Jill bestellen. Ein wunderschöner Brombeer- und Lavendelduft. Jill Sander hat in der letzten Zeit ja ziemlich aussortiert. Also ich glaube, so die gesamte Style-Reihe ist rausgeflogen, meine ich. Und die Jill-Reihe leider auch. Eine limitierte Edition von Jo Malone. Und zwar ist das Artemisia. Nein. Und zwar ist das Leather and Artemisia. Ich meine, der war als Sonderedition für irgendein Kaufhaus rausgebracht. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Und ein kleines Schätzchen in so einem schönen Sammelflakon, den ich in London gekauft habe. Und zwar mein liebster Duft von Jo Malone, Peony and Blush Suede. Ich bin ja nicht so der allergrößte Lederfan, aber in so einer Cologne-Konzentration, ja, kann mir auch Leder nichts anhaben. Dann habe ich von Jo Malone noch so ein kleines Wood Sage and Sea Salt. Ich muss immer gucken, wie rum der Duft nun eigentlich heißt. Ja, den hätte ich mir fast auch als große Größe gekauft, aber irgendwie muss ich sagen, nach kurzer Zeit nervt er mich leider so ein bisschen. Also es ist kein schlechter Duft. Vielleicht haben wir einfach auch noch nicht unsere richtige Zeit gefunden, aber im Moment mag ich ihn eher nicht so tragen. Und weiter geht's mit Joop. Einmal Joop Pham, den benutze ich nicht wirklich, aber so, ja, als Referenz für Düfte dieser Zeit muss er unbedingt in meiner Parfumsammlung bleiben. Dann ein Duft, den ich mit meiner Mutter verbinde, und zwar Joop Le Bon. Ja, für mich ein sehr würzig, schöner, orientalischer Vanilleduft, der, ja, den ich mittlerweile aber auch selbst ganz gerne und gut tragen kann. Ein sehr schöner und leider auch limitierter Flanker von Joop Le Bon, das Soft Moments. Das trage ich auch gerne, ja, so als Wellness- und Kuschelduft. Und noch ein schöner Winterduft, der keinem wehtut, Joop Miss Wild. Dann habe ich noch das I Am Juicy Couture. Ich muss schon lachen, weil der Flakon so kitschig ist. Und auch von Juicy Couture das Viva la Juicy Noir in diesem wundervoll girly Flakon. Und von Juniper Lane das Moonflowers. Ja, ein schöner Kuschelduft mit Kirschblüte und Heliotrop, der, meine ich, auch komplett naturkosmetisch hergestellt ist. Ja, genau, oben steht es drauf. 100% Natural Origins. Und von Jill Sander habe ich noch einen vergessen. Und zwar Softly in einer ziemlich großen Pulle. Den habe ich euch auch schon öfter gezeigt. Ja, ein Duft, der für mich Wellness alltagstechnisch fast immer funktioniert. Und dann habe ich hier noch von Juliet Hessegan Miss Charming so ein, ja, Rollerball-Set mit so einer kleinen Kanonenkugel. Ich zeige es euch mal. Mit so einer kleinen Patrone und da sind dann hier so Roll-Ons drin. Ja, ein wunderschöner Rosenduft mit Himbeere. Und last but not least haben wir in dieser Schublade noch Karl Lagerfeld. Einmal, ja, das ganz normale Karl Lagerfeld Vorhör mit einer relativ aufdringlichen Magnolie. Und Private Club Vorhör mit einem relativ aufdringlichen Frangipani. Lass kein gutes Haar in den Düften. Ja. Tut mir auch leid, weil irgendwie wollte ich sie gerne mögen, aber wir kommen doch nicht so zusammen. Aber ganz witzig, hier ist so ein Karl-Muster in Haarentritt. Optik.
Ja, und kommen wir zu meinen zwei ikonischsten Düften wahrscheinlich aus dieser Schublade. Und zwar einmal Sun, Moon and Stars. Das kommt jetzt gar nicht so raus. Es ist ein wunderschöner Flakon und der Duft ist, ja, die Kopfnote ist ein bisschen flüchtig, aber die Herznote und die Basis ist noch wunderschön. Ein dicht gestrickter Blütenduft. Mit einer dezenten Frische, wie es ihn eigentlich nur ja in den 90er Jahren gab, der entfernt an Calvin Klein Eternity erinnert. Ha. Und der heiligste Flakon meiner Sammlung. Und zwar ein Kyle Om. Ich glaube, die gehen mittlerweile für über 100 Euro raus. Der stammt noch von meiner Mutter aus den 80ern. Ja, in den 80ern war es irgendwann nämlich auch total in, für die Damen Herrendüfte zu tragen. Und der ist, also, wenn der nicht Unisex ist, dann weiß ich auch nicht. Er ist noch gut. So, meine Lieben, das war die Schublade Nummer 3. Schreibt mir doch mal, welche Düfte euch davon am meisten interessieren. Und dann mache ich vielleicht noch mal ein kleines Review. Und weiter geht's das nächste Mal mit der vierten Schublade. Bis dann, bleibt gesund.